Zunächst mal zur Sitzung des Haushaltsausschusses heute zum Berliner Flughafen. Sitzung wurde ja nach einer Stunde abgebrochen. Der Herr Wowereit, Platzek und der Flughafenchef Herr Schwarz hat keine Zeit, daran teilzunehmen. Das ist an sich schon ein Vorgang. Ich weiß nicht, was Herr Wowereit gemacht hat oder die Fashion Week geöffnet hat oder was auch immer. Aber wenn man da viel Geld vom Steuerzahler haben will, muss man auch zu den Haushaltsausschussberatungen kommen und dort Rede und Antwort stehen, zumal wenn man ein solches misslungenes Vorhaben zu vertreten hat. Weiter wird uns heute natürlich eine Fraktion die Situation in Mali beschäftigen. Es geht dort um Sicherheit in unserem Vorhof Europas quasi, das ist nicht weit entfernt. Frankreich hat sich entschieden, dort einzugreifen. Die Bundesregierung hat ihre politische Unterstützung zugesagt. Es ist auch klar, dass keine deutschen Kampftruppen dorthin entsandt werden. Aber dass wir unserem wichtigsten Partner und Freund Europa medizinische Unterstützung oder logistische Unterstützung gegebenenfalls auch mit angedeihen lassen, ist selbstverständlich. Wir feiern nächste Woche 50 Jahre Élysée-Vertrag. Deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Deshalb ist in so einer Situation eine Solidarität mit Frankreich, eine Unterstützung im nicht aktiven Kampfbereich, betont es nochmal ausdrücklich, eine Sache, die geboten ist. Bei in Aussicht genommenen Ausbildungsleistungen, die müssen ja nicht dort vor Ort in Mali sein, können im Nachbarland sein. ECOWAS, das ist quasi die Wirtschaftsgemeinschaft dort der afrikanischen Staaten, wird nach meiner Vorstellung primär auch denn die Leistung erbringen müssen, die Sicherheit in Mali wiederherzustellen. Die SPD hat jetzt wenige Tage vor der Landtagswahl Niedersachsen, so nach dem Motto Peer aus der Kiste, neue Vorschläge unterbreitet. Dort, wo man die Menschen im Land wirklich entlasten könnte, wird regelmäßig von der SPD abgelehnt, etwa bei der Milderung der sogenannten kalten Progression, dass man etwas mehr verdient, überproportional mehr Steuer zahlt. Das haben sie nicht mitgemacht. Sie haben bei dem Versuch mit der Schweiz, das mit der Steuerflucht zu regeln, geordnetes Verfahren zu bringen, abgelehnt. Solide Haushalte auch bei den Ländern, die SPD geführt sind, wie Nordrhein-Westfalen, klare Absage. Jetzt, nachdem die Umfragen schwächer geworden sind, kommt noch schnell ein paar Vorschläge. Manches ist auch gar nicht umsetzbar. Verlängerung der Verjährungsfrist im Nachhinein geht nicht. Ist Rechtsstaatlichkeit nach unseren Rechtsprinzipien gar nicht machbar. Steuererziehung zu bekämpfen, ja, da sind wir auch dafür. Aber gerade das Abkommen mit der Schweiz sollte ja dafür eine Basis bieten. Das haben Sie ja mit Vehemenz abgelehnt. Wir haben jetzt Sonntag die Wahl in Niedersachsen. Die Linken werben jetzt sehr aktiv, Frau Kipping, für ein Linksbündnis mit SPD und Grünen. Herr Rixinger spricht sogar schon davon, dass die Frau Wagenknecht Wirtschaftsminister werden soll. Das ist natürlich für Niedersachsen eine ganz konkrete Bedrohung. Da ist dann Rot-Rot-Grün dort die Erfolge des Landes und den Fleiß der Mitarbeiter gefährden soll. Ich habe eine ganze Reihe von Wahlkampfterminen in Niedersachsen gemacht. Meine feste Überzeugung ist, dass das Wahlergebnis auch für die FDP deutlich besser sein wird, als viele erwarten, und dass die erfolgreiche Regierung von Schwarz-Gelb ihre Arbeit in Niedersachsen fortsetzen kann. Vielleicht so viel von meiner Seite zu den Themen Potpourri, was heute Nachmittag in der Fraktionssitzung ansteht.